Hallo, geht's euch gut? Ja? Habt ihr alle Schokolade gegessen? Was? Oh, Robert, es gab nicht genug Schokolade. Okay. Hallo, Matti. Hey, Coralie. Matti ist, darf ich sagen, dass du ein ganz bisschen aufgeregt bist? Ich bin ein bisschen. Matti ist ein ganz, ganz bisschen aufgeregt, aber ihr seid ja alle voll nett, glaube ich. Ja, siehst du? Und das wird richtig gut. Leg mal los. Wir haben uns gedacht, wir haben eigentlich tatsächlich den allerbesten Slot bekommen für nach der Mittagspause. Und es gibt kein besseres Zitat als das von Pumuckl: In meinem Bauch ist noch ein Stückerl für ein Jokoladestückerl. Genau, wir haben es ein bisschen verändert 2003. Erst einmal möchten wir ein ganz, ganz großes Dankeschön als CXI-Team geben, die das super mega professionell gemacht haben. Wir hatten gestern ein mega, mega cooles Dinner gehabt, haben neue Freunde geschlossen. Und genau, möchten einmal erstmal einen Applaus für das komplette CXI-Team haben, die das hier alles so mega orgern. Und bevor wir starten, gibt es einen kleinen Schlenker. Letztes Jahr wurden wir auch schon gefragt, ob wir auf der CXI sprechen möchten. Leider war ich auf der anderen Seite der Welt und das hat nicht geklappt. Und als Robert Paulmann mich gefragt hat, habe ich gedacht, ah, der muss mich ja in guter Erinnerung behalten haben. Weil 2007 habe ich angefangen in Mainz zu studieren. Und genau, es war mein erstes Jahr Typo. Und dann habe ich mich gefragt, was habe ich denn da damals gemacht? Und wir hatten einen Typo-Grundkurs gehabt und ich dachte so, ah, ich habe ein Referat über die Schrift Garamond gehalten. Ich so, krass, war das so gut? Und dann ist mir eingefallen, ich war so ganz, ganz fancy und habe aus verschiedenen Garamond-Buchstaben den Kopf von Claude Garamond nachgemacht. Und da habe ich letzte Woche gedacht, ah, ich muss das mal suchen. Und habe es wirklich auf einer alten Festplatte gefunden und dachte so, okay. Be ready. Robert, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns trotzdem eingeladen hast. Und genau, wir würden jetzt auch mal kurz weiter damit machen, wer wir sind und was wir machen. Ich bin Matti, wie eben schon gesagt. Ich heiße eigentlich Martina Mijočević, wurde zur Schulzeit immer Matti genannt und im Studium wurde mir dann irgendwann der Name Mathilda Mutant irgendwie so unbewusst aufgebrummt und ist dann zu meinem Künstlernamen geworden, als ich in die Selbstständigkeit gerutscht bin. Und ich bin jetzt dieses Jahr, also auch in diesem Monat jetzt seit 11 Jahren selbstständig, hauptsächlich vor allem auch in den letzten Jahren in den Bereichen Corporate Design und was sich bei mir in dem letzten Jahr so entwickelt hat und wo ich gemerkt habe, okay, da ist mein Wunsch, ist ein Fokus auf Packaging zu legen. Und mein Ziel ist es irgendwann, wenn ich in Rente gehe, einen eigenen Tante-Emma-Laden zu haben, beziehungsweise Tante-Mathilda-Laden mit ganz, ganz vielen selbstgestalteten Produkten und genau. Und ich komme aus Mainz. Viele fragen mich immer, Herr Berlin? Ich so, nee, Mainz. Herr München? Nee, Mainz. Und genau, ich übergebe jetzt an München und an die Coralie. Team München, genau. ich bin Coralie, ich bin die Geschäftsführerin von Jokolade. Wir haben es gerade schon gehört, seit Dezember 2021 jetzt dabei. War vorher an unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Stationen, komme eigentlich so aus dem klassischen VWL-Hintergrund und dann denkt man sich so, okay, was macht die jetzt mit Schokolade? Und was macht die vor allem in München, weil ich komme eigentlich aus Hamburg und ja, bin somit ein Nordlicht, was jetzt in den Süden gefunden hat. Und ich habe es auch da geschrieben, ich mache ganz viel Sport, weil ich jetzt bei Jokolade arbeite, das ist ein hartes Pflaster. Und warum bin ich eigentlich bei Jokolade? Ich habe Joko in meiner Zeit bei About You kennengelernt. Da durfte ich das erste Mal mit ihm in einem ganz anderen Kontext zusammenarbeiten, nämlich in einem Socken-Kontext, wo man sich vielleicht auch im ersten Moment denkt so, hä, Joko, Socken, hä? Und dann war ich auf einmal in München und bekam einen Anruf mit, hey, was machst denn du gerade? Ich arbeite, war damals in einem Food-Startup und habe dann das Angebot bekommen, in den Prozess für Jokolade mit einzusteigen, für die Geschäftsführung. Und hier bin ich jetzt heute. Freue mich riesig, dass ich mit Matti da sein darf. und ich glaube, Matti und ich könnten nicht konträrer sein, weil ich liebe Excel und Matti liebt alles, was ganz weit weg von Excel ist. Und wir hoffen, dass wir heute trotzdem euch ein bisschen ja, einfach auch die entsprechenden Insights geben können von beiden Seiten, nämlich von Designperspektive und aus Unternehmensperspektive. Genau, Jokolade, wichtige Frage, ich sehe natürlich nicht ganz so gut, aber wer kannte Jokolade schon vor heute? Handzeichen. Alter, stopp. Da, weil ich glaube, da haben wir keinen, man sieht euch eh nicht, bitte nochmal Hände hoch. Geil. Oh mein Gott. Also ich sag mal, ich habe das auf der OMR letztes Jahr gemacht,
da waren es so 50% der Hände. Und das, da war ich so, oh, schade. Gut, gut gemacht, Matti, gut. wer hat Jokolade vor heute schon mal gegessen? Auch gut? Hat's geschmeckt? Okay, gut. Und wer meinst du glauben zu wissen, was hinter Jokolade steckt, außer einem richtig, richtig coolen Design? Ah, okay. Gut. Darf ich auch eine Frage stellen? Wer ist heute aus Mainz hier? Ah ja, wo ist Mainz? Cool. Okay, also, was steckt hinter Jokolade? Vielleicht ein bisschen zum Kakao, aus dem wird Schokolade gemacht. Funny Fact. 70% des Kakaos in der ganzen Welt, also die Schokolade in der ganzen Welt, kommt aus Ghana und der Côte d'Ivoire. Für die, die nicht ganz so fit in Geografie sind, inklusive mir, hier einmal eine Karte von Afrika. Da liegen die beiden Länder an der Westküste. Jetzt denkt man sich, puh, okay, aber warum denn nur so zwei kleine Länder und die machen irgendwie 70% des gesamten Kakaoanbaus aus? Kakao kann in nur ganz bestimmten Regionen der Welt wachsen. Das hat was mit den klimatischen Bedingungen zu tun. Ja? Und es gibt natürlich in Südamerika sehr viel Kakaoanbau, in Afrika eben in diesen beiden Ländern. Und dann zum Beispiel auch noch in Indien und Indonesien, glaube ich sogar. Also es ist so ein bisschen, ja, dieser Kakao-Belt, hatten wir auch nochmal drüber gesprochen. Mhm. So, das heißt, in diesen beiden Ländern arbeiten sehr, sehr viele Menschen in dieser Industrie, weil die Länder natürlich dann auch davon hoffentlich profitieren, auch vom Wirtschaftswachstum her. Neben diesen Menschen arbeiten auch 1,56 Millionen Kinder in der Kakaoindustrie. Das sind 2% der gesamten Bevölkerung von den beiden Ländern. Könnte man jetzt sagen, ja, 2%, mei, einstellig, ist ja nicht so schlimm. Aber wir sagen, das sind 1,56 Millionen Kinder zu viel. Das sagt auch Joko. Und wir haben festgestellt, dass ganz viele KonsumentInnen noch gar nicht oder immer noch nicht leider das Bewusstsein dafür haben, wo kommt eigentlich der Rohstoff Kakao her und unter welchen Bedingungen wird er angebaut. Ne? Weil das eine ist Kinderarbeit, das andere ist illegale Sklaverei, moderne Sklaverei, Entschuldigung. Und das heißt, dass Leute einfach unter unwürdigen Bedingungen arbeiten, nicht genug Geld verdienen. Ja, wir reden davon 75 Cent, 78 Cent am Tag, die ein Bauer oder eine Bäuerin verdient. Davon kann man auch in einem Land, was ein niedrigeres Preisniveau hat, nicht so richtig gut von leben. Ne? Und geschweige denn irgendwie die Kinder ernähren oder die Kinder in die Schule schicken. Und dieses Thema Bildung ist was, was mir persönlich, ich war selber in Afrika, zwar in Kenia, aber ich habe gesehen, wie viel das verändern kann. Und deswegen liegt mir das so unglaublich am Herzen, Joko zum Glück auch. Und das ist so ein bisschen die Geschichte hinter sozusagen unserem Produkt, weil das Produkt ist ja nicht einfach nur eine Tafel Schokolade, sondern es ist eine Schokolade mit Mission. Und was eben auch noch zu diesem ganzen Problem hinzufällt, dass wir einen Markt haben. Es gibt drei ganz große Player weltweit, die den Schokoladenmarkt kontrollieren, die halt den ganzen Kakao einkaufen, weiterhandeln und das halt unter Kontrolle haben. Und die können natürlich die Preise bestimmen. So, wozu führt das? Wenn die sagen, ja, der Kakaopreis muss ein bisschen niedriger sein, dann ist der halt mal ein bisschen niedriger und dann kriegen die Bauern und Bäuerinnen nicht mehr so viel davon ab. Dementsprechend ist da immer der gewisse Druck hinter. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, mit zwei Partnern zusammenzuarbeiten. Zum einen ist das die Tony's Open Chain. Das ist ein holländisches Unternehmen. Die haben innerhalb von 15 Jahren eine Lieferkette für Kakao aufgebaut, die nachverfolgbar ist. Das heißt, bis zu 100% kommt aus den Kooperativen, mit denen Tony's zusammenarbeitet und über die wir auch unseren Kakao beziehen. Die haben Programme vor Ort, wo es um die Vermeidung von Kinderarbeit geht, wo es um faire Löhne geht. Wir zahlen eine Prämie on top, genauso wie wir für Fair Trade auch eine Prämie on top zahlen. Und so ermöglichen wir es eben, dass die Bauern und Bäuerinnen den sogenannten Living Income Reference Price bekommen. Ich weiß, das klingt jetzt alles mega technisch. Letztendlich, wir wollen halt, dass die fair bezahlt werden. Ja? Und dann kam Joko, der sehr gerne Schokolade isst, genauso gerne wie ich mindestens, und wie Matti, und hat gesagt, so, gut, ich habe da so ein lustiges Wortwitzspiel, Schokolade, Jokolade, ich wollte jetzt mal wirklich was Sinnvolles machen und ich glaube, am besten erzählt er das einmal selber. Mein
Mein Name ist Joko Winterscheid. Ich bin der Gründer von Jokolade. Warum habe ich Jokolade gegründet? Ich fand den Namen witzig. Schokolade, Jokolade, macht Sinn. Und dann habe ich aber festgestellt, was für Riesenmissstände in der Kakaoindustrie herrschen. Und ich finde, generell sind wir in einer Zeit, wo wir als UnternehmerInnen Verantwortung übernehmen müssen. Mehr Verantwortung, als wir jemals übernommen haben. Wir sind verantwortlich für vieles, was auf diesem Planeten nicht gut läuft, nicht für alles, aber für vieles. Und wo wir Veränderungen generieren können zum Positiven, finde ich, da müssen wir in die Position derer treten, die nicht gehört werden. Da müssen wir für diese Menschen einstehen. Und als ich gehört habe, wie viel illegale Kinderarbeit, moderne Sklaverei in der Kakaoindustrie bis heute noch existent ist, war es für mich unvorstellbar, einfach nur eine Schokolade auf den Markt zu bringen und das wissentlich hinzunehmen, sondern habe explizit gesagt, dagegen gehen wir vor. Mit den Gewinnen, die wir erwirtschaften, wollen wir diese Mission unterstützen und stärken und vor allen Dingen wollen wir das Bewusstsein dafür schärfen, dass dieser Missstand in der Kakaoindustrie herrscht. Und sagen Sie mir ganz ehrlich, was gibt Schöneres, als mit einer Tafel Schokolade abends auf der Couch zu sitzen und zu wissen, wenn ich Schokolade esse, tue ich was Gutes. Joko Winterscheid. Genau, und jetzt gebe ich nochmal ab an die liebe Matti. Weil das eine ist ja das Produkt, was drinsteckt, das andere ist aber auch, wie sieht das Produkt denn aus? Und da versuchen wir uns mit einem ganz schönen Design abzusetzen. Ja, und wir kommen jetzt zum Designprozess und bevor wir mit der Präsentation angefangen haben, habe ich versucht zu gucken, wie fing das denn eigentlich damals an und habe gedacht, ah, er hatte doch damals eine Nachricht geschrieben, so, ey Matti, lass telefonieren, ich habe da eine Idee, aber dann bin ich unseren Verlauf durchgegangen und wir sind Liebhaber von Sprachnachrichten. Und deswegen gibt es jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Er hatte sich damals gemeldet, hat gemeint, wir haben die Idee mit dem Namen Jokolade, aber sonst haben wir ein komplett leeres Blatt. Die Fabriken haben gesagt, wir können alles machen, was wir wollen. Wir können Formen machen, die wir wollen. Wir können mit Farben arbeiten, die wir haben wollen. Und das ist ja eigentlich ein Traum für einen Gestalter. Aber man weiß dann auch manchmal nicht, wo fängt man denn überhaupt an. Und der allererste Step, und das war mein allerliebster Step, war die Recherche, weil was macht mehr Spaß zu recherchieren als Schokolade? Und ich weiß, dass ich, glaube ich, eine Woche später nach Belgien gefahren bin und mir Unmengen an Vollmilchschokolade mit Salted Caramel von den verschiedensten Firmen mitgenommen habe und dachte, geil, kann ich steuerlich absetzen. Genau. Das ist übrigens eh richtig cool. Also jede Schokolade, die ich kaufe, ist theoretisch auf Firmenkosten. Ist ja, ja Market Research. Es ist wirklich, da habe ich gedacht, Traumjob einfach. Und genau, wir haben uns dann angeschaut, was passiert dann in den deutschen Supermärkten, haben gesehen, okay, die nachhaltigen Abteilungen sind immer im beige-braunen Bereich und das ist quasi die Wahrheit der Realität in meinem Rewe nebenan und dachten so, okay, was kann man eigentlich verändern? Und Joko hat auch recherchiert. War gut. Das war neben den Sprachnachrichten noch eine der wenigen Nachrichten, die mit Text war. Und das allererste, wo wir gedacht haben, okay, wir müssen gucken, was kann man für Formen machen. Man kann runde Schokoladen machen, was kann man mit den einzelnen Riegeln machen. Haben zwischendrin überlegt, wir machen eine Alphabetschokolade, wo man dann so Messages legen kann. Oder auch gedacht, ah, vielleicht kann man auch so eine Schokolade machen mit so ganz, ganz kleinen Rippen. genau, also beziehungsweise kleinen Kästchen, damit man dann nicht zu viel isst. Haben dann aber gesagt, okay, wir einigen uns jetzt beim Anfang erstmal auf ein längliches und ein Postkartenformat, erstmal basic. Und auf leuchtende Farben. Und sonst war halt irgendwie komplett alles frei. Also das Briefing war auch so, Matti, wir wollen ein Design haben, was irgendwie so wie so eine Baustelle ist, dass es irgendwie leuchtet und man das Gefühl hat, Alarm, Alarm. Genau. Und dann die ersten Vorschläge, die ich machte, dachte ich so, okay, ich gehe irgendwie so super typografisch, wenn das irgendwie im Regal untereinander liegt, ist ja eigentlich geil, wenn man dann so Jokolade sieht. Das war so die erste Idee. Dann ging es weiter, habe ich gedacht, okay, Baustelle, arbeiten wir mal mit Streifen und Neonfarben. Dann habe ich gedacht, man könnte ja die Ingredients, obwohl wir uns komplett dagegen entschieden haben, wenn man eine Erdbeere auf der Tafel hat, dass auch eine Erdbeere abgebildet ist, was so klassisch auf dem deutschen Markt ist, haben wir gedacht, okay, probieren wir es nochmal aus, wenn man es so ein bisschen entfremdet. Und ich glaube, vielleicht, wenn ich da einmal reinspringen darf, dieses Thema Zutaten auf der Verpackung. Wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt steht, dann guckt mal, wie so eine Schokoladenverpackung, jetzt abgesehen von Jokolade vielleicht, aussieht. Es ist eigentlich auf jeder Verpackung nochmal abgebildet, das Produkt selber optisch, mit halt einer Haselnuss oder einer Erdbeere oder was auch immer. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich auch ein Foto. Ja. Und es macht dieses Design so krass. Ja. Speziell. Und dann kam diese Idee und ich weiß, dass es, ich hatte morgens um 10 Uhr die Präsentation gehabt und ich lag nachts im Bett und dachte so, warum
tauscht man nicht einfach die Rückseite und bringt diese nach vorne und man bringt die Vorderseite einfach nach hinten und dachte, man könnte so einen Überlagerungsprozess einfach machen, indem man die Sorte viel, viel größer abbildet. Man hat so einen Schokoladeklebepunkt, dass man die Schokolade wieder verschließen kann. Aber durch diese Überlagerung ergibt sich dann nochmal eine ganz, ganz neue Bildwelt und so eine verzerrte Bildwelt. Ich dachte so, geil, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Wir drehen ja eigentlich jetzt komplett das Schokoladengame um. Und das war auch das, was angekommen ist und wo wir super mega glücklich waren. Gab es zwischendrin ein paar andere Meinungen, wo es dann hieß, so Matti, ein Logo kann doch nicht einfach eine Schrift sein, kann man da nicht was Persönliches reinbringen. Und dann hatten wir irgendwann auch nochmal neben dem Sortennamen, den wir hatten, gesagt, wir bringen auf der rechten Seite die Ingredients nochmal mit rein und haben aus Jokos Unterschrift und Lade dann auch nochmal sowas Persönliches mit reingebracht und dachten so, oh cool, wir haben es. Und dann kam Max. Max ist Co-Founder von Jokolade, war vorher ganz lange bei meinem Müsli auch, kommt aus dem Food-Bereich, weiß, was er macht, glaubt er. kommt mit unglaublich viel Expertise wirklich auch im Food-Startup-Bereich rein und hat uns die ersten zwei Jahre sehr eng auch begleitet. Und genau. Dann und kam Max. Genau, und Max kam, meint so, oh Leute, Tafel sieht ja super krass edgy aus und wie von so einem Museum. Und ich saß da und dachte so, geil. Das ist das größte Kompliment, was man einem machen kann, aber er meinte so, warum machen wir die Brand nicht stärker nach vorne und könnten wir nochmal versuchen, mit einer weicheren Typografie zu arbeiten. Da habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir Folgendes probiert und es nebeneinander gestellt und da habe ich gedacht, oh geil, der Typ, der hat so recht. Hm. Und eigentlich war es dann so, wir dachten, mega, es ist irgendwie fertig und haben dann noch in der nächsten Runde gesagt, okay, wir sind von den Farben lauter, wir versuchen dann Tafel für Tafel immer nochmal eine neue Farbkombo zu haben. Haben gesagt, wir überlegen uns witzige Namen für die Tafeln, die da quasi vorne handschriftlich in den Kreis geschrieben werden. Und genau, dachten so, geil, ist ja eigentlich alles fertig. Dachten so, jetzt melden wir uns bei der Fabrik, sagen, das und das brauchen wir. Wir haben gedacht, wir haben's. Und dann kam das wahre Leben. Ja, und dann schrieb die Schokoladenfabrik. Entschuldigung, klappt doch nicht so. Die hatten feste Vorgaben gehabt, wie groß eine Schokolade sein muss, wie groß eine Schokolade auch im Supermarkt groß sein darf, quasi in einem Regal, waren auch Sachen, die wir nicht wussten. Aber dann meinten sie, das, was ihr vorhabt, das wird nicht funktionieren, wir haben hier vorgefertigte Standsformen, damit müsst ihr arbeiten. Und wir dann so, oh, okay. Wohlgemerkt, nachdem 10-mal gefragt wurde, was sind die Vorgaben. Genau, liebe ihr habt Grüße. Alle Freiheiten. Das war erstmal so ein kleiner Downer, aber dann haben wir uns gesagt, okay, machen wir das Beste draus, wir arbeiten mit Wiederholungen, wir haben diesen Button in der Front, wir arbeiten mit starken Farben und versuchen dann einfach damit quasi rauszugehen. Und dann war quasi die erste Schokolade geboren. Wir haben auf der linken Seite die Kuvertüre abgebildet, auf der rechten Seite die Ingredients, haben die Tafeln von Nummer 1 bis Nummer 4 benannt und arbeiten nicht mit CMYK, sondern Pantone, das habe ich eingetrichtert. Und genau. Zur Freude unseres Druckers. Bitte? Ja, zur Freude unseres Druckers. Ja. Aber der fragt jetzt auch, wirklich wenn wir manchmal... Wirklich Pantone? Ja. Wirklich? Aber er druckt jetzt auch nicht mehr CMYK, ne? Nee. Ja. Genau. Und was es zur Jokolade zu sagen gibt, es ist einfach eine sehr, sehr fotogene Schokolade. Elisa, danke. Elisa ist unsere Fotografin, die immer die schönen Fotos macht. Studio Biscotti. Einmal klatschen für Elisa. Wirklich. Alle Fotos... Alle Fotos. Fast alle Produktfotos in der Präsentation hat die liebe Elisa gezaubert. Ganz toll. Mega. Auf jeden Fall eine sehr, sehr fotogene Schokolade. Und wir haben von Freunden ganz, ganz viele Fotos bekommen, die die Schokolade an Weihnachten verschenkt haben, die sie im Regal sehen. Und jedes Mal, oh Gott, guckt man, wir so, oh. Und genau, was auch mega, mega cool war, wir haben die einzelnen Rippen mit dem Logo gebrandet. Und das ist nämlich das Schöne, dass die Brand gesehen wird, ohne dass das Packaging drauf ist. Das heißt, wenn die Schokolade quasi nackt ist, sieht man immer noch, von wem es ist. Und wir hatten auch ganz viele Nachrichten bekommen, wo es dann hieß, oh, auf der Alufolie, wenn man so drauf geht, dann sieht man die Brand. Und wie cool sieht das denn aus? Hier, ich habe mal ein Foto gemacht. Und zur Alufolie wolltest du noch was sagen? Ja, genau. Stichwort Alufolie. Kann man sich jetzt denken, oh, aber das ist doch ein sozial nachhaltiges Produkt. Wie könnt ihr dann so ein Material, Verbundstoff wie Alufolie benutzen? Matti hat gerade schon den Produzenten erwähnt, der gesagt hat, wir haben genau die Vorgaben für unsere Stanze und für unsere Verpackung, wie das aussehen kann. Und genauso hat der alte Produzent tatsächlich auch genaue Vorgaben gehabt, wie er das
Lebensmittelprodukt verpacken kann. Ja, es gibt immer bestimmte Vorgaben. Du musst halt so eine bestimmte Barriere schaffen bei einem Lebensmittel, klar, ne, damit da irgendwie nichts drankommt. Und das Papier alleine reicht leider nicht. Und die ganzen Maschinen, die unser alter Produzent aber hatte, waren halt leider nur, in Anführungszeichen leider, ist Fluch und Segen, auf dieses, auf diese Art von Verpackung ausgelegt. Wir prüfen tatsächlich, weil wir mittlerweile auch den Produzenten gewechselt haben, ob wir in einen sogenannten Paper Flow Pack, das ist dann eine Verpackung, die auch recycelt werden kann, wechseln können. Aber auch das hat natürlich seine Vor- und Nachteile, auch mit Blick auf das Design. Ne? Also da muss man immer gucken, dann würde die Innenseite, da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, ne? Genau. Die Innenseite würde wegfallen. Und ich glaube, es gibt immer so ja, die schönen und die nicht so schönen Seiten von dem einen oder anderen Packaging. Und bei diesem, bei dieser Papierlösung ist es ja ganz oft, das Papier ist ja innen drin beschichtet und ist dann wieder auch nicht so gut recycelbar. Genau, das kann man zumindest trennen. Genau. Und es sieht schön aus. So. Klicker kaputt, doch nicht. Ah, jetzt. Genau. Oh nein. Moment. Kannst du zurückklicken. Ja. Okay. Was wir auch gesagt haben, was wir ausnutzen möchten, was man vorher auch ganz oft nicht gemacht hat, war die Innenseite zu nutzen. Haben uns damals überlegt, für die Tafeln 1 bis 4 möchten wir mit einer Künstlerin zusammenarbeiten. Und zwar war das Hel Gette aus München, die uns quasi 4 Bilder zur Verfügung gestellt hat, die wir im Inneren abgedruckt haben und die Community, also die Jokolade-Community, sich quasi die einzelnen Bilder ausschneiden konnte und zu Hause aufhängen konnte. Genau. Und es ist außerdem schön, wenn man die Verpackung aufmacht und innen drin ist nochmal was, was einen überrascht. Genau. Unser Corporate Design haben wir am Anfang halt auch wirklich auf den wenigen Verpackungen, die wir hatten, abdrucken lassen, haben mit der Wiederholung gearbeitet und was bei uns irgendwie gilt und auch einfach war Packaging first. Wir sind nicht normal vorgegangen und haben erst ein Logo entwickelt und haben dann die Farben festgelegt und haben das dann quasi auf das Produkt adaptiert, sondern wir haben geschaut, was für ein Produkt könnte im Regal am besten glänzen und sind eigentlich rückwärts vorgegangen. Und dadurch, dass wir rückwärts vorgegangen sind, haben wir auch einfach ein kleines Mini-Manual. Das hatte 8 Seiten, ein Deckblatt, ein Rückblatt und zwischendrin 6 einzelne Blätter. Und wo einfach festgelegt war, dass wir mit Wiederholungen arbeiten, mit welchen Pantone-Farben wir arbeiten und dass wir mit kleinen handschriftlichen Elementen arbeiten. So habe ich Schokolade an mich gebunden. Und meine Handschrift. That's why we're here. Nee, aber fairerweise ist es ist natürlich für uns als kleines Startup auch super, super dankbar, nicht irgendwie einen hochkomplexen Designprozess jedes Mal dahinter zu haben, sondern wir wissen einfach, okay, das sind die Farben, das ist das Logo, das sind die handschriftlichen Elemente, damit dürfen wir machen, was wir wollen. Ja, und das gibt uns natürlich auch sehr viel Freiheiten, einfach auch im gestalterischen Prozess intern, weil wir können natürlich nicht bei jeder kleinen Sache Matti anrufen und sagen, hallo Matti, kannst du uns das nochmal machen bitte? Sondern wir brauchen da auch eine gewisse Flexibilität und die ist dadurch auf jeden Fall gegeben. Genau. So, ich glaube, ich muss mich mal näher hier dran stellen. Genau, und das waren dann auch nochmal so die ersten Produkte, die wir dann einfach nochmal mit unserem kleinen Mini-Manual dann gebrandet haben. So, it's up to you. Und dann war es soweit. Endlich war das Design fertig und es ging los. Das Ganze war, ich glaube, so Q3 2020. Da war ich fairerweise noch gar nicht an Bord. Ne? Also ich habe auch diesen ganzen Prozess nicht live miterlebt, aber ich habe einen späteren Prozess live miterlebt. Ende Januar 2021. Haben wir gelauncht. Genau. Ja, genau. Aber das Design, der ganze Prozess ist ja schon deutlich vorher gestartet. Genau, und dann ging es los. Und dann gab es neue Bewerbungsfotos für Herrn ProSieben. Und es war die ganz klare Zielsetzung, das Produkt in einem, ja, ich würde mal sagen, eher untypischen Umfeld zu platzieren. Mit Joko in einem eher untypischen Outfit. Man erinnert sich vielleicht bei dem Outfit eher so ein bisschen an Wer stiehlt mir die Show und nicht, wie man ihn sonst kennt, irgendwie lässig in Hemd und Chino. Aber wirklich halt, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das Ganze wurde ausgespielt auch über eine digitale Out-of-Home-Kampagne. Nee, war sogar, glaube ich, Print. Ne? My bad, sorry. War Out-of-Home, normal Out-of-Home in Deutschland. Und das war zum Beispiel auch cool, weil das Produkt lädt so dazu ein, allein auch durch die Kombination mit Joko, sehr viel über Social Media natürlich auch die Leute zu involvieren, die Community mit reinzuholen. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Umfrage auf Social Media gemacht mit irgendwie, ich glaube, am Anfang waren es von Schlag,
Joko stellt das Produkt vor, zu unser Instagram-Account geht im selben Moment live, hatten wir auf einen Schlag 25.000 Follower. So, und mit diesen 25.000 Followern haben wir dann gesagt, hey, wir machen eine Autofon-Kampagne und ihr dürft entscheiden, was draufsteht. So, und das hat natürlich richtig cool funktioniert. Und damit hat das Produkt auch relativ schnell Anklang gefunden. Wir haben gestartet mit einer exklusiven Listung bei Rewe deutschlandweit und in dem Zuge durften wir dann auch in Österreich zu Billa Plus, das ist sozusagen die österreichische Schwester von der Rewe, und sind dann aber nach und nach mit auch Auslauf der exklusiven Vereinbarung mit der Rewe auch in andere Händler reingekommen. Das heißt, heute findet ihr uns bei Rewe und Billa nach wie vor, aber auch bei Rossmann, bei Famila, kennt man eher so im Norden, da wo ich herkomme, bei Müller, das kennt man wiederum im Süden, Butnikowski, auch wieder im Norden, Butni, und Flink. So. Und natürlich, wir waren tatsächlich auch mal bei Gorillas geliefert, aber ja, passiert halt, ne? So, genauso wie es Marken gibt, die es dann nicht mehr, die dann sich anders orientieren, haben die auch irgendwann gesagt, hey, es macht für uns keinen Sinn mehr, das Produkt zu listen, weil die sich dann so in ihrem Sortiment umsortiert haben und dann ja auch noch andere Sachen gemacht haben. Und natürlich gibt es das Produkt in unserem Online-Shop auf jokolade.de für Endkunden wie euch, aber auch für Unternehmenskunden. Wir haben einen B2B-Shop, wo wirklich auch Unternehmen oder auch einzelne Märkte, wie zum Beispiel Edeka, das Produkt bei uns direkt bestellen können und liefern lassen können. So. Und dann gab es die Sorte 1 bis 4. Aber die Leute wollen ja immer was Neues. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, was Novum wäre ja ganz einfach mal eine neue Sorte. Und da war sie. Eine vegane Sorte für den Sommer. Vegan, dadurch dunkle Schokolade tatsächlich. Mit einem Pina Colada oder auch Pina Jocolada Touch. Und die Zutaten standen. Der Name stand und dann durfte Matti sich austoben am Design. Und das war mega, mega schön, weil wir hatten ja schon eine tolle Basis gehabt und haben gedacht, okay, und jetzt bringen wir die Baustelle mit rein, von der wir eben gesprochen haben. Und das war auch, glaube ich, einer unserer Lieblingssorten, weil sie einfach komplett rausgefallen ist. Wenn du eine Folie weiter switcht, hatten wir uns dann überlegt, okay, was kann man machen? Wir machen ein Suchspiel draus und malen ein Wimmelbild. Und auf dem Wimmelbild haben wir das komplette Jokolade-Team dargestellt, versteckt. Ihr findet mich auch, ich bin die hier unten links mit dem Aperol in der Ente. Liebe Grüße. Genau, und die Aufgabe war, wo ist die Ananas? Und wir haben verschiedene Ananasen dort drin versteckt, man konnte das auch ausmalen, aber wir wissen auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie viele da drin sind. Also, viele. Ja, bleibt eine kleine Urban Legend. Genau, und halt auch, das war so das mit dieser sozusagen limitierten Sorte, das war dann eine kleine Auflage, haben wir dann auch gesagt, okay, wir gehen weg von reine Kunst, wie wir es in der 1 bis 4 mit Helgette hatten, hin zu, okay, wir machen ein bisschen mehr Spaß in das Packaging rein, weil so eine Papierverpackung, was passiert meistens mit der? Man schmeißt sie weg. Und das Ziel ist halt so, der Kunde soll sich damit auseinandersetzen. So, nach der Pina Jocolada kam die Charity-Tafel. Haben wir zusammen mit Viva Con Agua gemacht und mit dem Ziel, dass von jeder Tafel 1 Euro gespendet wird für ein Wasserprojekt in Uganda. Die ging dann zu Weihnachten raus und auch hier durfte Matti sich weihnachtlich austoben. Baustelle weihnachtlich. Genau, wir können noch weiter. Genau, so, wir versuchen es mal. Jetzt. Genau, und dann kam die Nummer 5, unser absolutes Highlight. Wir wollten unser Standardsortiment erweitern mit einer weiteren Sorte, die besonders ist und trotzdem breiter wird. So, was haben wir genommen? Milchschokolade. Okay, wenn du auf der Statistik schaust, Milchschokolade ist die absolute Lieblingsschokolade. Und dann nehmen wir doch einfach mal Brezel, Karamell und Meersalz. Machen ein bisschen Crunch, bisschen süß, bisschen salzig. Und das Produkt ist nicht nur oberlecker für die, die einen Riegel bekommen haben. Es gibt auch eine Mini-Version von dem Produkt mittlerweile. Ich hoffe, wie gesagt, wirklich, dass es geschmeckt hat. Und auch da wieder war der Auftrag an Matti, okay, Innenseite, oh, Entschuldigung, ich glaube, ich sollte die mal ausziehen, ne? Die Innenseite soll fetzen. Genau, soll einfach irgendwie anders sein. Und ich glaube, das war auch die Zeit, wo Joko quasi seine neue Sendung, Wer stiehlt mir die Show, gemacht hat. Und wir wissen, okay,
Er spielt gerne, also dachten wir, wir bringen ein Brettspiel raus. Joko, ärger dich nicht. Und haben quasi das Innere der Tafel genutzt, dass man einfach, wenn man mit Freunden irgendwie draußen gerade am Picknicken ist und sich denkt, oh cool, komm, lass uns mal was spielen, wir wissen gar nicht mehr, was wir reden sollen, dass wir quasi ein Spiel im Inneren abgedruckt haben, genau. Und das sollte zum Standardsortiment sein, deswegen haben wir uns im Äußeren nur farblich ausgetobt, aber haben geschaut, dass es quasi in die Reihe 1 bis 4 noch einfach dazu addiert werden kann und Teil vom Dauerteam ist. Ja, und Fun Fact, ich weiß nicht, wer von euch sich mal mit Lizenzen auseinandergesetzt hat. Ich kriegte auf einmal einen Anruf von einem Lizenzgeber für Mensch, ärgere dich nicht. Kriegte einen kurzen Herzinfarkt, bis er mir dann nach 2 Minuten, wo ich schon bei so kurz vor Krankenhaus war, sagte, ja, aber das Bild, das darf man ja eh nicht lizenzieren. Also alles gut, ist ja nur der Name, ne? Aber vielleicht können wir ja mal was zusammen machen. Das Ergebnis aus dem, was zusammen machen, seht ihr diesen Winter. Da wollen wir aber noch nicht zu viel erzählen. Aber ja. Dann gab es eine Jubiläumstafel, die Danketafel. Und die ist nicht nur von außen richtig, richtig hui, sondern auch von innen. Die Tafel selber hat auch nochmal ein optisches Highlight mit reingebracht. Die haben wir, das ist eigentlich eine weiße Schokolade, die wir mit rote Beete-Pulver eingefärbt haben, also nicht mit künstlichen Farbstoffen, sondern wirklich auch natürlich. Und wo wir wirklich auch das Ziel hatten, wir wollen Danke sagen an unsere Community, auch an die Rewe, mit der wir da zu dem Zeitpunkt ein Jahr zusammengearbeitet hatten. Und da hatte Matti auch wieder den Auftrag, okay. Aber zu dieser Tafel noch, die war richtig, richtig cool. Die hatte Knisterstücke drin gehabt und sie ist einfach rosa. Und einfach eine rosa Tafel, die nicht wie Ruby schmeckt mir gar nicht, aber die war wirklich mega, mega gut und ich glaube, ich habe es mir die ersten Tage reingeschoben. Aber genau, die Aufgabe da drin war, okay, was macht man, wenn man irgendwie Danke sagt? Wir haben überlegt, wir könnten nochmal einen Mehrwert mit dem Inneren der Verpackung einfach schaffen, indem man etwas zum Ausschneiden hat und zwar an so Hängerles für Geschenke. Wenn man die zusammengeklebt hat, konnte man quasi die nächste Jokolade, die man vielleicht noch über hatte, mit einem kleinen Gruß an liebe Menschen versehen. Oder was anderes, wenn man die selber aufgegessen hat. Ist auch okay. Genau, und dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Dann kam die Jukolade. Witzig, Ju, hä? Weil wir uns überlegt haben, okay, mittlerweile 40.000 Instagram-Follower, wir können doch mit denen eigentlich eine Schokolade machen, oder? Wir fragen die mal, was für eine Kuvertüre die haben wollen, was für Zutaten die haben wollen und was für ein Packaging die haben wollen. Und aus dem Ganzen ist dann die Jukolade geworden, eine weiße Schokolade mit Joghurt, Erdbeere und Blaubeeren. Bei uns wird sie auch heimlich die Jokorette genannt. auch da wieder liebe Grüße an so Markenrechtler. da gab es dann einen Anruf, das lassen Sie lieber, Frau Grau. genau, aber auch natürlich mit dem Ziel, wirklich dieses Community-Engagement reinzuholen. Auch auf der Innenseite, die haben wir jetzt, glaube ich, tatsächlich gar nicht mitgebracht dieses Mal, ist die Ziege Joko. Es gibt nämlich ein Tierheim in Dorsten und in Dorsten gibt es eine Ziege, die heißt Joko und es gibt einen Hahn, der heißt Klaas. Und die Ziege Joko hat es tatsächlich hier auf die Innenseite geschafft. Sie ist sehr süß. Könnt ihr mal googeln oder bei Instagram auch schauen. Das war sehr schön und jetzt zu allerletzt haben wir unsere Weihnachtssorte oder Wintersorte letztes Jahr als wieder limitierte saisonale Sorte rausgebracht, die Jokolade Holy Moly. Holy Moly, weil sie einfach so lecker ist. Vegan mit Orange, Kürbiskern und Mandel und auch hier wieder, ne, auch bei den Sorten, nicht nur das Design sticht heraus, sondern wir versuchen wirklich bei den Sorten auch immer wieder so einen besonderen Touch reinzukriegen. Genau, und da will er nicht, doch. Das ist Schokolade. Fairerweise, es gibt jetzt gerade auch noch eine, die Laminator. Die ist grün. Die kommt noch. Ach so, ich habe zu viel erzählt. Seht ihr? Sorry. Entschuldigung, ich bin völlig verwirrt. So, und jetzt kann man ja Schokolade machen, aber man kann ja auch das Branding irgendwie noch auf andere Produkte drauf machen, um irgendwie nochmal so einen anderen Touchpoint zu schaffen. Also, was machen wir? Ich habe es vorhin schon erzählt. Ich kenne Joko von den Socken. Also machen wir doch einfach mal Socken. Die gab es dann zusammen mit der Danketafel, weil wir eben Danke sagen wollten. Und deswegen gab es dann auch ein schönes gesticktes Herz. Es gibt genauso einen Jokolade-Pulli, aktuell nur in Kleinstauflage für unser Team, aber wer weiß. Und ich glaube, das ist das wahrscheinlich ausgefallenste Projekt, weil es designseitig einfach so aus der Reihe fällt, eine Duftkerze. Warum eigentlich eine Duftkerze? Weil Joko Kerzen super gut findet.
Und weil unsere, ja, das ist wie mit der Schokolade. und weil Joko tatsächlich mit der Agentur damals hatten wir mal auf Instagram was gepostet, wo wir einfach so eine Kerze hatten, eine Jokoladekerze. Und die Leute sind so drauf abgefahren und meinten, oh, wollen wir unbedingt haben. Also haben wir eine Kerze designt. Genau. Und bei der Kerze war es interessant, also nicht interessant, wir haben ein Jahr lang gebraucht, bis diese Kerze fertig war, wegen dem Duft einmal. Unsere arme Anne. genau, das hat wegen dem Duft sehr, sehr lange gedauert und Joko wollte auch, dass wir ein bisschen rausbrechen aus unserem typischen Corporate Design. Das heißt, wir haben Jokolade ganz, ganz dezent oben verkürzt in die Ecke mit reingebracht und haben einfach was komplett anderes ausprobiert, um zu gucken, wie es in der Community aufgenommen wird. Es wurde mega, mega gut aufgenommen und ich glaube, es war um die Weihnachtszeit und auch sehr, sehr viel verschenkt. Genau. Ja. Genau, und dann gibt es natürlich noch individuelle Jokolade. Da ist unser absolutes Highlight die Olli-Lade, die wir zusammen mit Olli Schulz gemacht haben. Ein paar von euch kennen ihn vielleicht. Olli war, das ist auch der junge Mann da in der Mitte, er sieht heute ein bisschen anders aus. Olli Schulz war bei Joko in der Show. So, und das war irgendwann letztes Jahr im Mai. Und da wurde die vorher aufgenommen und dann wurde die ausgestrahlt im Sommer. Und dann kriegte ich auf einmal so eine WhatsApp-Nachricht aus dem Team so, Coralie, Olli-Lade, was ist das? Weil ProSieben dann über einen Twitter-Account irgendwas gepostet hat, so Olli Lade, wann kommt sie? Und wir so, oh Gott, oh Gott. So, was passiert? Matti angerufen, Matti, hier ist ein Bild von Olli, der heißt Olli mit Doppel-L, mach mal ein Design. Von Telefonat mit Matti bis zu Start im Online-Shop, drei Wochen. Drei Stunden, bis gestalten. Design, genau. Und bis wir es dann, wir mussten es ja noch drucken und die Tafeln noch verpacken. Waren es 2 Wochen und dann waren es innerhalb von, ich glaube, es waren am Ende auch eine Kleinstauflage, ne? 500 Stück, aber innerhalb von 1,5 Stunden ausverkauft. Und man kann so kleine, feine Hypes kreieren. Genau. Weiterentwicklung und Geschmack, Matti. Wir haben eine Umfrage gemacht, wir haben die Kundinnen gefragt, was sie wollen. Die wollen mehr Mission. Ja, ich habe euch vorhin erzählt, was wir machen, warum wir das machen. Das kommt auf der Tafel vorne noch nicht so richtig raus. Also was ist letztendlich eigentlich die Kernmessage, die wir verkaufen wollen, ne? Die wir den Leuten auch mitgeben wollen? Das ist das eine, dass wir sagen, wir sind gemeinsam gegen illegale Kinderarbeit und moderne Sklaverei und wir wollen aber gleichzeitig auch dem Kunden mitgeben, hey, wir sind auch vor allem lecker und eben auch eine faire Schokolade. Gar nicht so einfach, weil wir Matti dann gesagt haben, so pass auf, alles soll genauso bleiben, wie es ist, aber einfach anders. Ja, ich habe auf jeden Fall dieses Briefing bekommen, diese kompletten Infos sollten alle auf die Tafel und ich dachte so, wir haben so ein mega schönes Produkt und alle freuen sich, wie zum Guckuck soll das alles drauf? Und dann kam diese E-Mail. Und dann kam, liebe Grüße Coralie. Und ich habe das nur gesehen und dachte so, oh. Und dann kam aber noch viel besser. Liebe Grüße, Joko. Matti, man könnte doch eigentlich diesen Platz links und rechts, wir nehmen Jokolade einmal aus der Mitte raus, machen links und rechts, können wir alles mit Text füllen. Und ich habe eine Coralie angerufen, so, Propeller? Und sie so, Propeller? Und ich dachte nur so. Ja, ich habe eine Matti am Telefon, ich rufe mich an. Coralie? Ja. Ich sage, ja. Also dieses Redesign, können wir noch mal reden? Ich glaube, es gab kurzen Schockmoment. Ja, ich hatte echt einen kurzen Schockmoment, dachte so, nein, ein Jahr, alles war schön und jetzt Hilfe. Aber man versucht ja dann trotzdem mit dem Kunden einen Weg zu finden und wie läuft das am besten als über Sprachnachrichten? Und wir haben dann, wir hatten erstmal vorher ein paar Entwürfe über E-Mail hin und her geschickt gehabt. Ich war überhaupt nicht glücklich. Joko, was hat es auch immer noch nicht gepasst? Dann haben wir einfach unser Sprachnachrichten-Game weitergezogen. Und dann waren wir innerhalb von 3 Stunden fertig. Und zwar ist mir dann eingefallen, hat gemeint, okay, er möchte, dass die Message vorne auf die Tafel kommt. Er möchte aber nicht, dass sich irgendetwas verändert. Aber ihm ist es einfach wichtig, dass man checkt, dass es fair ist. Und dann habe ich überlegt und dachte so, faire Schoko von Joko. Und habe dann gedacht, so, es ist eigentlich so super krass simpel und dass wir das vorher nicht mit reingebracht haben. Und habe gedacht, geil, das ist einfach unser neuer Slogan. Und das Gute ist, man kann einfach immer dieses Joko gegen die Sortennummer austauschen. Und so sah dann quasi unsere neue Tafel aus. Wir hatten vorne faire Schoko Nummer 5 gehabt. Wir haben unsere
Kuvertüre zusammen mit den Ingredients auf die linke Seite gepackt und haben quasi rechts diesen Text, der super krass wichtig war, mit dem Tonys Open Chain Logo und Fairtrade nach rechts gepackt und haben die Seiten ausgenutzt, was wir vorher nicht machen. Wir hatten nur ganz subtil das Logo drauf gehabt und haben gesagt, okay, wenn die Tafel im Regal steht und gekippt da steht, sieht man dann halt auch, dass die Message, die super mega wichtig war, leckere Schokolade, fair gehandelt, auch von der Seite zu sehen ist und ist dadurch bolder geworden. Und was auch noch war, einfach im Vergleich, damit ihr diesen Unterschied seht, sind wirklich kleine Steps. Wir hatten vorher vorne ganz dezent Nummer 5 stehen, jetzt steht faire Schoko Nummer 5 zusammen drauf. Wir haben die Seiten ausgenutzt. Man sieht, dass es ein sehr, sehr subtiles Design war, aber für uns war es schon sehr, sehr viel. Und und ich glaube, wenn du noch einmal ganz kurz zurückgehst, ich glaube, eine wichtige Sache noch, so sieht man tatsächlich fast, also, ja, kannst du auf die nächste Seite gehen, das ist ganz gut. So steht die Tafel jetzt auch im Regal, ne? Also mit dem Jokolade, mit dem J oben, die stand zum Teil auch mal andersrum. Das heißt, man konnte halt früher, wenn die im Regal steht, das ist ja das andere, die eine Sache, wenn das Produkt vor dir liegt, aber der Shopper muss es ja im Regal auch verstehen, was ist da eigentlich drin. Und das ging vorher nicht, ohne dass er die Tafel rausgenommen hat. So, und da haben wir eben auch gesagt, okay, wir verbinden jetzt Designwünsche, Missionswünsche und Praktikabilitäts-Shopperwünsche. Und das Produkt ist ganz schön geworden. Elisa, nochmal. Ja. Schicklas. Genau, und das hat echt Spaß gemacht. Wir haben sogar eine Sorte ausgetauscht, weil wir uns angeguckt haben, okay, es gibt halt ein Produkt, das funktioniert deutlich schwächer als die anderen. Dafür haben wir jetzt eine ohne glutenhaltige Zutaten. Und die ist so ein bisschen wie Kinder-Country, nur in Erwachsen. Wir haben jetzt auch eine vegane Sorte, eine dunkle. Genau, da haben wir einfach ganz banal eine Zutat rausgenommen, nämlich einen Keks. Und dadurch ist die jetzt vegan geworden, auch nach wie vor sehr lecker. Und natürlich unsere Nummer 5 ist weiterhin unsere Nummer 5. Wir haben bei allen Produkten, für die, die ganz genau hingeguckt haben, sehen es vielleicht, es ist jetzt bei allen Produkten dieses kleine schwarze Fairtrade-Produktsiegel drauf. Das war vorher bei der 1 bis 4 nicht drauf, weil wir auch unsere kompletten Rezepturen angepasst haben. Und damit eben auch, wie sourcen wir unsere Zutaten, dass wir nicht nur den Kakao fair beziehen, sondern auch alles andere. Genau. Und was auch mega, mega schön funktioniert, ist, wenn es einfach im Regal steht, dieser seitliche Text, das macht einfach so Spaß. Das ist viel, viel bolder geworden und ist jetzt auch nochmal ein Schritt fotogener geworden. Und was wir jetzt auch dieses Jahr neu rausgebracht haben, ist der Riegel. Ich glaube, ihr habt den auch probiert. Wir haben auch so ein cooles Gift gebastelt. Nicht alle. Dünnes Eis. Ja. Was, dünnes Eis? Ja, nee, weil nicht alle einen Riegel bekommen haben. Ah. Ja. Genau, so. Riegel neu, auch quasi auch ans neue Design mit angepasst. Und was auch total schön ist, ist, dass dieses Rebranding auch mit unseren Sondersorten, die wir hatten, quasi jetzt auch funktioniert. Das war jetzt die Lemonator, die Sommersorte. Gibt es die noch oder ist sie ausverkauft? Die letzten Tafeln gibt es noch. Okay, letzten Tafeln noch, die gingen auch sehr gut schnell weg und die war im Inneren grün. Und auch genau. Mit Minzpulver eingefärbt, natürlich ganz. Ja. Natürlich. Was man auch jetzt in der Außenkommunikation sieht, wir hatten jetzt vor kurzem erst den Relaunch gehabt, aber wir sind in unserer Kommunikation auch viel, viel bolder geworden, sind jetzt auch viel mutiger geworden, es macht auch viel mehr Spaß und am besten sieht man das natürlich dann auch nochmal auf dem Instagram-Kanal. Und genau, weiter geht's. Ja, die Mission steht weiter im Fokus, da wollen wir weiter dran arbeiten. Ja, wir freuen uns über Nachrichten, wenn KundInnen uns wirklich schreiben, so hey, die junge Zielgruppe, die erreichen wir mit so einem Produkt, die setzen sich damit auseinander, weil die das irgendwie in der Schule lernen, was da passiert in der Industrie und die wollen einen bewussteren Konsum selber auch schon umsetzen. Das ist uns ganz wichtig nach wie vor, das wird auch immer so bleiben. Und was uns auch super krass wichtig ist, ist die Community, weil wir wirklich ultra viele Nachrichten und Geschichten erzählt bekommen, was mit der Schokolade passiert und die uns am allermeisten gefreut hat, ist zu sehen, dass wir auch Ü90 treffen mit dem Design. Das heißt, wir haben alle Zielgruppen abgedeckt, von den Jungen, die sich mit der Mission beschäftigen, bis zu den Alten, die sagen so, ja Marie, Tafel zu Weihnachten sieht halt mega pfiffig aus. Aber es wird uns auch viel erzählt, es sind nicht nur unsere Freunde, die sich bei uns melden, sondern dieses Produkt macht die Leute irgendwie glücklich. Also Schokolade ja sowieso, aber dieses Feedback, das tut einfach gut. Genau. Ja. Wir müssen uns natürlich weiterhin im Marktumfeld umsetzen. Der Schokoladenmarkt ist jetzt nicht so, dass die irgendwie auf die nächste Schokolade gewartet haben. Es gibt sehr viele große Marken, die schon etabliert sind. Aber das Schöne ist, dass wir halt als Brand einfach Spaß machen, dass das Produkt geschmacklich überzeugt. Und deswegen sehen wir da gute Chancen. Ja, und natürlich immer wieder neue Produkte,
die vom Inhalt mega lecker sind, spannend sind, aber auch von der Gestaltung der Leuten immer wieder Spaß machen. Wir hatten jetzt, ich glaube, vorgestern über LinkedIn eine Nachricht bekommen, wo drin stand so, oh, man freut sich immer auf die Innenseite, wenn man so gespannt ist, was als nächstes passiert. Und das ist halt auch mega cool. Genau. Und dann, last but not least, genau, durften wir den Designpreis Rheinland-Pfalz entgegennehmen letztes Jahr. Genau, und darüber haben wir uns auch sehr, sehr gefreut. Und Silke, danke, liebes Mainz-Team, danke. Und haben uns aber auch entschieden, dass wir an keinen großen Preisen mitnehmen, weil das für uns als Start-up einfach unmöglich ist und es eigentlich einen Wandel in der Designbranche geben muss, dass Designpreise nicht mehr so krass vergütet werden. Eigentlich müssten wir was dafür bekommen, anstatt dass wir so viel Geld geben müssen. Ja. Wir sind eine unterbezahlte Branche und in jeder anderen Branche ist es anders. Genau. Genau, weiter geht's. Fazit. Wir kommen bald zum Ende. Genau. Unsere Learnings vom Prozess. Zeit. Hä? No pressure, no diamonds. Ja. Warte, ich wollte immer am liebsten über Jokos und meine WhatsApp-Nachrichten. Hey, hast du kurz 2 Minuten? Nee, eigentlich nicht. Aber okay. Genau, wir wollen natürlich weiterhin ganz klar zu unseren Werten stehen und auch zu unseren Vorstellungen, nicht nur zu denen von Joko, sondern auch von uns als Jokolade-Team, weil am Ende steht zwar sein Name drauf, aber wir arbeiten da gemeinsam als Team dran. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch nicht nur irgendwie nach außen ein Gefühl verkaufen, sondern dass da auch richtig Substanz dahinter steckt. Genau, reden ist, und Sprachnachrichten sind besser als schreiben. Und ja, der Propeller. Vorsichtig sein in solchen Prozessen. Also ich glaube, wir wissen beide, dass Joko eine sehr starke Meinung hat. Ich habe auch das ein oder andere Mal eine sehr starke Meinung. Matti auch. Und das kann ich aber zum Beispiel auch aus meiner Position halt als Kundin in dem Falle sagen so. Das ist für uns echt gesund, dass wir gar nicht die Sorge haben, uns gegenseitig irgendwie mal zu sagen, hey, das finde ich nicht gut. Und dass es nicht so ist, Matti, ist uns egal, was du denkst, mach wie wir wollen, sondern dass es ein Zusammenspiel ist. Ne? Und da geht es halt auch darum, wenn dann sowas wie der Propeller dann doch nochmal kommt, vielleicht kommt er irgendwann nochmal, bitte nicht, dass man das behutsam mit Respekt im gegenseitigen Austausch den wegnimmt. Genau, und was uns auch wichtig ist, dass wir niemals ruhen, wenn wir ein gutes Produkt auf den Markt gebracht haben, wollen wir uns aber auch stetig weiterentwickeln und immer gucken, wie kann man nochmal eins draufsetzen. Genau, und das ist mir jetzt unangenehm. Der Designprozess ist mir persönlich immer wahnsinnig wichtig und damit auch noch kurz mein Senf dazu. In der Zusammenarbeit mit Matti ist es vor allen Dingen immer wieder faszinierend festzustellen, wie nah wir beieinander sind. Und das muss man fairerweise auch sagen, wie herzlich willkommen anders denken bei Matti ist, weil wir schon von Anfang an gesagt haben, wir wollen grelle, leuchtende Farben im Regal. Wir wollen herausstechen aus dem Allerlei der Ockertöne, Braun, Schwarz, was weiß ich, was da alles existiert. Und wollen vor allen Dingen laut sein im Regal, dass wir gesehen werden, darüber Aufmerksamkeit generieren. Und da muss ich sagen, habe ich aber auch ein Urvertrauen in Matti. Also es gibt auch Situationen, wo ich sage, Matti, mach, was du willst, ich vertraue dir. Und es gibt Situationen, wo wir wirklich stundenlang, wochenlang, tagelang immer wieder uns darüber unterhalten, was könnte da noch verbessert werden. Das sind dann auch teilweise nur Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwer sieht. Aber es ist halt so ein Prozess, der wahnsinnig Spaß macht, sich Gedanken darum zu machen. Und das muss ja dann auch am Ende auch die Freude sein, wenn man das Regal dann irgendwann vor sich hat mit dem Produkt. Und dann denkt man sich so, ach, dafür hat es sich gelohnt. Es muss halt besonders aussehen und es macht halt auch besonders viel Spaß, wenn man mit Matti arbeitet. Ich glaube, wenn man mit anderen arbeitet, würde ich wahrscheinlich einfach sagen, wir brauchen andere Leute, aber mit Matti sich noch nicht mehr darüber zu streiten, sondern einfach nur darüber auseinanderzusetzen, was könnte hier noch besser gemacht werden. Das ist eigentlich die größte Freude in dem kreativen Schaffensprozess, der bei Verpackungen passieren kann. Also ich kann nur sagen, nee, ich sage Ihnen jetzt nicht, arbeiten Sie alle mit Matti zusammen, aus dem einfachen Grund, weil das würde bedeuten, dass sie weniger Zeit für unsere Projekte hat. Aber egal, was ich mit Matti angefasst habe bisher, ich habe es geliebt. Sie hat ein unfassbares Händchen und hat ein unglaubliches Gespür auch mittlerweile. Und das ist auch, finde ich, eine Gabe, dass man gemeinsam einen Weg findet, die ja am Ende beide Seiten glücklich macht. Und das muss es. Ja.
Wir sind dadurch, dass wir quasi alle von Anfang an mit dabei waren, haben wir nicht dieses Kunden-Designer-Ding, sondern wir sind ein bisschen wie Berufsgeschwister. Also super krass ehrlich miteinander, keine Ahnung, emotional bei diesem Produkt, weil es uns super wichtig ist, einfach das Beste herauszuholen. Und ich bin als Einzelgestalterin super mega dankbar, die Möglichkeit bekommen haben, an so einem Traumprodukt zu arbeiten mit so mega, mega coolen Leuten. Und ja, ich gebe das mal aufs Entheulich. Genau, und jetzt das letzte Stückerl, das allerletzte, weil ich habe es gerade schon erwähnt, wir sind natürlich nicht alleine, wir beide. Wir sind nur repräsentativ hier für ein kleines, feines Team. Wir sind roundabout 11 Leute bei Jokolade. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, wie viele gerade so da sind, auch vor Ort. Die sind auch ein bisschen verteilt. Wife Anne aus dem Marketing, wir sind so. Ja. Also Anne, das ist für dich. Ja. Deswegen großes, großes Danke an Anne, an das ganze Team natürlich, an Linda und Simone von Pepperstark, die für uns nicht nur unser Sprachrohr zu Joko sind, sondern auch tatsächlich uns bei PR und jeglichen Fragen unterstützen. Max Wittrock, der, wie schon angesprochen, von Anfang an ja auch dabei war. Oliver, der uns auch von Anfang an begleitet hat als enger Vertrauter von Joko. Die CC15 als Agentur, iCandy, das coole Fotoshooting, was ihr am Anfang gesehen habt. Joko in diesem lasziven, ja, ihr wisst, was es ist. Hale Gette natürlich, Elisa. Liebe Elisa, Basti, der unsere Renderings macht und der immer sicherstellt, dass das Produkt auch überall gut aussieht. Christoph, der unsere Fotos macht, die Florida, die alles umsetzt, was wir uns so in den Kopf setzen und vor allem, was sie sich und Joko sich in den Kopf setzen. Und natürlich last but not least, Joko. Next one? Nein. Warte. Ja, ich habe es kaputt gemacht. Ja. Sorry. Wir haben uns wollten nochmal ein Dankeschön an die CXI. Ja. Das hat mega, mega Spaß gemacht. Und falls ihr nächstes Jahr eine Schokolade haben möchtet, wir haben schon mal das Design gemacht. Kein Problem. Genau, und jetzt kommt der nächste Slide und das haben wir auf der OMR letzte Woche gemacht. If you want to stay in contact, scan up. Folgt uns auf Instagram. Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Ja. Und ich hätte noch 3 Riegel und 4 Tafeln. Wer schnell ist nachher. Hallo. Da will auf jeden Fall noch jemand was. Ja, sehr gut. Ansonsten findet ihr sie auch im Supermarkt. Schickt uns Feedback tatsächlich, auch zum Design. Wenn ihr Ideen habt, freuen wir uns über alles. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat und wir euch ein schönes Herzensprojekt ein bisschen näher bringen durften. Vielen Dank. Applaus